Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Ja, der Text ist auch da. Dann gehen wir heute einfach nochmal an diese Sutta, dessen Anfang da unten eingeblendet sein sollte. Das ist aus der Mahasatipatthana Sutta. Die ist viel länger. Das ist nur der Anfang. Und die sind verlinkt auf sengeku.de. Ja, unten steht Suttas für Sengeku oder sowas. Weil da steht einmal Körper. Aufmerksamkeit bei dem Körper. Dann steht Gefühle. Und dann steht Geist. Dann steht aber dummerweise auch noch Dhammas. Was hatten wir bei dem Nicht-Einführ bei der Nicht-Einführungsfolge über die Satipatthana Sutta? Dass hinter den Dhammas noch Konzepte des Buddhismus und eben neuere Auslegungen darunter zu verstehen sind. Also Konzepte. Jetzt hat der Andreas gefragt, muss ich mir das immer sagen? Um die Aufmerksamkeit dahin zu bringen, ist das manchmal ganz sinnvoll, aber eigentlich nicht. Ja, wenn du die ganze Satipatthana durchliest, das ist ziemlich viel Zeug und kann einen auch ein bisschen durcheinander bringen. Also da müsste man dann auch wieder einzelne Aspekte durchgehen. Aber grundsätzlich ist es so, Körper zur Ruhe kommen lassen, Geist zur Ruhe kommen lassen. Bis nur der Körper da ist. Wie er atmet, das bei voller Aufmerksamkeit in den Hintergrund tritt und nur so ein Glücksgefühl überbleibt. Und dann geht das noch ein bisschen weiter. Also, das ist dummerweise nicht direkt anzufahren. Du kannst das probieren. Nur auf den Körper achten, nur auf den Körper achten. Man kann das forcieren. Ich mache das ja ab und zu, indem ich diesen Quellpunkt oder man kann auch andere Körperteile, einen Daumen, zwei Finger oder sowas nimmt, auf dass die Körpergefühle jetzt in diesem Moment ein bisschen doller werden. Ne? Also sich nicht malträtieren, nicht geißeln oder sowas, sondern einfach, weil man jetzt eine gute Körperempfindung hat. Also dieser Quellpunkt unter dem Fuß zum Beispiel, der macht schon sehr viel Körperempfindung, aber hoffentlich angenehm. Dann tritt dieses Körpergefühl in den Vordergrund und man kann seine Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper richten, ohne von Gefühlen und von Geistgeschichten zu stark abgelenkt zu sein. Also dass der Körper in den Vordergrund tritt. Dann haben wir trotzdem Gefühle, positiv, neutral, negativ, sind ständig anwesend, ist aber eine Bewertung. Und der Geist, der springende Geist und der soll springen, das ist gut, das ist seine Natur, ja, kommen dann dazwischen. Also das lässt sich nicht so, ne, nicht so trennen, nur auf den Körper fokussieren. Oder eben zu sagen, der Mönch konzentriert sich auf den Körper, konzentriert sich auf den Körper, das bringt nichts. Darüber zu wissen, dass es diese Aspekte gibt, durchaus mal eine Session, also eine Sitzung mal zu machen und zu sich vorzunehmen als Intention, ich möchte heute, möchte ich mal mehr auf den Körper achten. Einfach mal, kann ich da was draus lernen? Was ist da los? Kann ich meine Aufmerksamkeit auf den Körper richten? Weil
den Geist quasi jetzt nicht so stark beachten, auch wenn der sich in den Vordergrund schieben möchte, einfach zu sagen, ich möchte jetzt mehr fühlen, was der Körper sagt. Ja? In einer anderen Session zum Beispiel diese drei Richtungen der Gefühle. Ne? Positiv, neutral, negativ. Neutral. Neutral, was ist das? Das ist nicht nichts fühlen. Das ist neutral, ein neutrales Gefühl. Ne? Negatives Gefühl oben am Rücken. Schmerzt. Ist aber auch nicht negativ. Der hat mir gesagt, ich soll mal drauf achten. Ne? Also mitzukriegen, das ist schon diffizil, weil das ist unterhalb von so einer normalen Wahrnehmungsgeschwindigkeit, dass man mitkriegt, dass erst das Gefühl da ist und dann sofort so eine grundsätzliche Bewertung extrem schnell stattfindet. Ne? Positiv, neutral, negativ. Ganz, ganz schnell. Da muss man sehr hohe Aufmerksamkeit haben, also längere Erfahrung im stillen Sitzen und dann auch mal ein bisschen länger sitzen, unangestrengt. Und irgendwann merkt man das und kann quasi dieser Bewertung zuschauen, wie das geschieht. Es taucht ein Gefühl auf, sehr schnell wird das bewertet in positiv, neutral, negativ. Ganz schnell. Also eher sowas bei sich mitzukriegen, darum geht es. Und den Geist betrachten heißt, langsam die Natur dieses Geistes mitzukriegen. Wie gesagt, es gibt Traditionen, die versuchen, den zu unterdrücken. Muss ruhig sein, der Geist muss ruhig sein. Das ist Quatsch. Von selber zur Ruhe kommen lassen. Also dann, das erfordert sehr viel Lernen darüber, über die Natur des Geistes, deines eigenen. Und auch wieder nicht, weil ich das sage, nicht weil der Buddha das sagt, nicht weil es in irgendwelchen Schriften steht, sondern weil du merkst, ja, okay, das ist mein Geist. Ich lerne darüber, was der so macht. Ja. Und dann sich da langsam mit anfreunden, was der so macht. Also darüber zu lernen, wie man selber funktioniert. Und diese Dhammas sind eben Konzepte, die man auch, du hast gestern gesagt, in Stein gemeißelt, eben genau nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sind Konzepte, unter denen man sich selber verstehen kann oder eben diese Gesamtgeschichte, wie man sein Leben lebt, einfach das mal zu kontemplieren, auf der Zunge zergehen lassen, öfter mal wieder reflektieren darüber, ob das Sachen sind, die für dich einen Sinn ergeben. Also einfach das als Anregung für Selbstreflexion zu nehmen. So ist das zu verstehen. Weil wenn man die ganze Sutta Pitaka, Quatsch, die ganze Mahasatipatthana Sutta durchliest, dann merkt man, das kann man nicht alles gleichzeitig in einer Sekunde wahrnehmen und verarbeiten. Das ist Unsinn. Das sind einzelne Aspekte, die man sich vielleicht mal vornehmen kann, in der eigenen Sitzung oder den Tag über zu betrachten. Oder die tauchen von selber auf und dann kann man langsam das besser einschätzen. Ne, beinahe hätte ich einordnen gesagt. Das würde wieder bedeuten, dass man die Konzepte bereits kennt, einordnet und wenn man die einordnet, dann kann man sie nicht mehr richtig wahrnehmen. Wir hatten das mit dem Baum oder einem Sternbild. Wenn ich dem einen Namen gebe, dann habe ich das quasi eingekastelt, begriffsmäßig. Das schränkt meine Wahrnehmung stark ein. Dann nehme ich nicht mehr den Baum wahr. Ich nehme nicht mehr dieses eben nicht Sternbild, sondern das, was ich da sehe, wahr. Also dieses Wahrnehmen ohne Bewertung und trotzdem über lange Zeit darüber lernen. Darum geht es eigentlich. Deswegen ist
Ah, nicht der Feind, aber es ist eben das, was ich letztes Mal gesagt habe, was nicht viele Leute interessiert, ne? Glück im Glas. Also dieses punktuelle, ich möchte etwas lernen oder diese Zen-Mönch-Beispiel, wenn ich mich richtig anstrenge, Meister, ne? Kriege ich dann die Erleuchtung. Und der dann sagt, nö, wenn du das so stark anstrengst, dann kriegst du das nie. Weil das ist eine andere Art der Wahrnehmung. Das ist halt diese monokausale Geschichte, die sofort Ergebnisse haben will, damit kommt man hier nicht weiter. Es ist eher eine intentionale, der Körper ist ein Prozess, du selber, Körper, Geist, Gefühle, ist ein Prozess. Schon die Dhammas sind quasi Konzepte, um das besser zu verstehen. Es geht eher darum, ne, eben mit dieser Intention, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Gelassenheit, hier jetzt wahrzunehmen, was da ist, und dann den Körper zur Ruhe kommen zu lassen. Dauert manchmal eine ganze Session, manchmal Monate. Den Geist zur Ruhe kommen lassen. Kommt immer wieder vor, dass der einem dazwischen springt. Das ist normal. Also eher über die Natur deiner selbst zu lernen. Und dann, es geht auch eher unterbewusst, man kann ein paar Sachen, ein paar der Konzepte sich vornehmen und wirklich sich einüben, wenn man das möchte. Aber ansonsten geht das wirklich um so eine Ebene des unterbewussten Lernens, aber sehr mächtig. Es ist sehr mächtig. Das verändert dann eben auch das Leben. Ist das so ein bisschen verständlich beantwortet? Ich weiß es nicht. Weil es ist wirklich eine andere Art des Lebens dann auch. Alleine die Akzeptanz, dass man nicht ein Ding ist, eine Maschine, sondern eben ein komplexer Prozess. Und mit den Prozessumgebungsbedingungen kann man langsam den Prozess steuern. Also angefangen bei dem, wie ich ihn füttere, wie ich ihn bewege und dann sogar, was ich denke, spreche, handle. Ja. Dass ich das langsam in eine für dich selber, für mich selber stimmige Richtung umlerne. Nee. Andreas hat jetzt geschrieben, auf Körperruhe achten. Nur ohne Bewertung erstmal nur auf den Körper achten. Mehr nicht. Nichts wollen. Gar nichts wollen. Erstmal nur wahrnehmen, was da ist. Ohne Bewertung. Gar nicht. Also ich will nicht, dass er ruhig ist. Bei Schmerz, ich will nicht, dass der Schmerz weggeht. Sondern ich bewege mich dann vielleicht ein bisschen, auf dass ich nicht in mir selber Schmerzen erzeuge. Das kann man manchmal, dass man merkt, wow, wenn ich mich ein bisschen anders hinsetze, dann tut mir mein Rücken oder meine Beine weniger weh. Und wenn dann trotzdem noch Druck da ist, dann eben mit der Aufmerksamkeit dahin gehen. Auch wieder nicht, dass es weggeht, sondern zu lernen. Freundlich, aufmerksam. Und dann, als Folge deiner freundlichen, aufmerksamen Gelassenheit, mit dem, was da Druck macht, dann ist die Folge meistens, dass Ruhe entsteht. Das ist das Hauptthema, dieses Lernen, wie du dich entspannen kannst, aus Selbsterkenntnis. Nicht, ich gehe wohin, wo ich entspannt werde, ja, sondern zu lernen,
was steht meiner Entspannung im Wege, mein eigenes Verhalten in Bezug zu dem, was da ist, zu meinem Körper, zu meiner Umgebung. Und das führt eben nicht durch dieses Ergebnisorientierte. Ne? Körper muss ruhig sein. Intention vielleicht schon. Ne? Also der Körper, es wäre schön, wenn der zufrieden zur Ruhe ist. Ne? Aber nicht verlangen, sondern zu lernen, was steht dieser Körperzufriedenheit im Wege. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Erde sitze, das sonst nie mache, nur zum stillen Sitzen und mir die Knie wehtun, zu sagen, Moment, das ist ja Unsinn. Wieso muss ich jetzt hierfür ausgerechnet auf der Erde sitzen? Mache ich sonst nie. Ist unüblich. Klar tut mir alles weh. Da setze ich mich in den Stuhl. Das kenne ich. Das mache ich jeden Tag. Und dann meditiere ich im Stuhl. Also das wäre nicht weise, dann extra nur fürs stille Sitzen jetzt dieses Sitzen auf der Erde zu machen, weil ich das sonst nie mache. Also ich mache das schon oft. Aber das ist ein zentrales Thema. Und das dann, also das ist auch in Schichten, also wie dieses Lotus öffnen, in der Meditation kann man das erfahren, so ist auch dieses Lernen auf dem Weg eben, es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Ja, von Mal zu Mal entdeckt man da Schichten, die eigentlich Facetten des gleichen Themas sind. Ne? Nichts verlangen, eine Intention schon, ne? Aber weg aus diesem ich muss, ich will und was das Ergebnis, einfach zu sagen, ich möchte diese Richtung einschlagen und dann ergibt sich das auf dem Weg. Und jedes Mal merkt man bei sich, dass man doch wieder in dieses alte Pattern, dieses alte Muster hin zurückfällt von ich möchte, ich mache, um zu erreichen. Auf vielen verschiedenen Ebenen, bis zu unterbewussten Ebenen. Und das ist okay. Ne? Dass er jedes Mal neu entdeckt und manchmal sogar anfängt zu lächeln über sein eigenes Verhalten. Ich kenne das. Also wenn ich selber das jetzt übersetze, zum Beispiel zu sagen, sich selber, nicht ich euch, ne, Selbsterkenntnis zu merken, Mensch, ich kenne das doch, weiß das doch schon. Ich will mir nicht vornehmen, ein Ergebnis zu haben, sondern ich lasse das von selber entstehen und schon bin ich wieder auf mich selber reingefallen. Deswegen habe ich das in dem und dem Aspekt nicht erreicht. Und das wird immer subtiler, immer feiner. Was dieses, was hatten wir? Defragmentieren. Denk- und Verhaltensmuster sich selber, seiner Umwelt gegenüber neu zu entwickeln. Alte zu erkennen, aufzulösen, neue zu entwickeln, die notwendig sind. Und alles Unnötige wegzulassen. Deswegen braucht man jemanden, der einen immer wieder daran erinnert. Ne? Also selbst wenn du diese Frage formulierst, dann kann es sein, dass du dann im letzten Moment merkst, das kann ich mir selbst beantworten. Das würde ich gerne zurückziehen, zu spät. Ne? Also dass man eine Frage formuliert und merkt, die Antwort kann ich mir selber geben. Hier wollte ich wieder selber was verlangen und das ist das alte Thema. Ne? Aber das ist bei uns auf der Wiese bei Bewegung genauso. Ne? Die ganze Zeit immer sagen, Schultern locker, entspannen, 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 sei freundlich zu dir und so weiter. Man vergisst das immer wieder und fällt in dieses Anstrengungsmuster zurück. Ich glaube, das reicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gequatscht habe. Lass uns trotzdem für 5 Minuten mal die Stille ausprobieren. Machen das heute Abend ja dann auch länger. Einfach die Augen schließen, auch wenn das nur für 5 Minuten mal ist. Und eben mitzukriegen, was da ist. Was steht jetzt im Vordergrund bei dir? Ist das mehr dieses ständige Bewerten, gut, schlecht, neutral? Ich auf diesen Daumen rauf oder runter drücken ganz schnell.
oder mir gegenüber, rauf, runter, ist jetzt, das ist gut, schlecht, bla bla. Oder steht mein Körper im Vordergrund von selber? Es ist eins dieser Themen, die dann ein bisschen im Vordergrund ist, und damit ist das dann das Thema für die 5 Minuten jetzt. In Ruhe dabei bleiben, weil was es eben ist. Also du musst nicht von einem zum anderen springen, wenn das gar nicht jetzt dein Thema ist. Das einfach interessiert zu sein, sich selber gegenüber, was erfordert jetzt Aufmerksamkeit. Und wenn es der Geist ist, dann ist es jetzt der Geist. Dann bleibe ich dabei. Schenke dem Geist Aufmerksamkeit, wenn er die verlangt. Aber ich renne ihm nicht hinterher. Freundlich. Und auch über die Natur des Geistes zu lernen, was der so macht. Wofür ist der gut? Angefangen von kindischem Kram, wie ich will jetzt Pizza, bis zu Planung, wie man Projekte macht. Alles Geist. Man kommt da nicht zur Ruhe und denkt dann an das nächste Projekt, das muss noch gemacht werden, dieses und das habe ich vergessen und so. Das ist alles jetzt in diesem Moment nicht wichtig, aber das ist die Natur des Geistes. Und wir brauchen diese Planung dann später, am Montag oder wann, brauchen wir das ja. Deswegen unterdrücken wir das nicht. Ja, freundlich. Ja, guck, er kommt nicht zur Ruhe. Er macht sich selber Stress. Nachsichtig dann mit ihm sein, auch mit dem Körper. Konzepte dabei sind zum Beispiel die, dass man rausfindet, was da die zugrunde liegenden Auslöser sind, dass der Geist nicht zur Ruhe kommt. Zum Beispiel. Und jetzt in dieser kurzen Zeit kann es durchaus sein, dass, da ihr wisst, dass jetzt noch, weiß ich nicht, 30, 45 Sekunden Zeit sind, kann es sein, dass in diesem Moment wirklich mal Körper und Geist in Ruhe zufrieden sind. Fast aus Versehen. Und diese wache, freundliche Entspanntheit, das ist eigentlich das, was man dann kultiviert. Im stillen Sitzen, eben wie unter Laborbedingungen und im Alltag etwas grober, aber die Richtung ist die gleiche. Noch 3 Atemzüge.
und dann langsam wieder die Augen öffnen. Also sowas kann man den Tag über auch machen. Also 5 Minuten Meditation. Eine ganze Zeit lang habe ich mich gescheut, das irgendwie 5 Minuten Meditation zu nennen, aber die Benennung ist nicht wichtig. Es ist also so eine Pause zu machen, aber eine sehr intensive für 5 Minuten. Ihr merkt die Effekte ja selber. Tut euch das gut. Ich glaube, ich blende den Text mal wieder aus. Also über sich selber zu lernen, weise Intentionen zu setzen, nichts abarbeiten, sondern immer wieder interessiert zu sein, was jetzt in diesem Moment in dir um dich herum ist. Und erstmal dieses Einwirken zuzulassen, ja, und dann überhaupt erstmal mitzukriegen, was das überhaupt ist. Und dann langsam die Mechanismen kennenzulernen, die Ursachen. Und eine weise Intentionsrichtung, die ist eben Weisheit, die ist Liebe, Mitgefühl, mit Freude, kann man nicht genug von haben. Habe ich auch schon gesagt. Man kann das auch wieder ohne Weisheit kultivieren. Aber das müssten wir im gegebenenfalls dann auch nochmal drüber reden. Aber diese Intention, freundlich, aufmerksam und gelassen durch den Tag. So lernst du immer mehr über dich. Du wirst entspannter. Dein Leben wird problemloser, egal was für Umstände da sind. Das wäre wieder diese Fehldeutung, dass man sagt, jemand, der da auf diesem Weg sehr erfahren ist, der müsste quasi so reich sein, alles müsste um den herum sauber sein, alles müsste um ihn herum ohne Krankheit sein. Das ist Schwachsinn. Ja. Das führt in dieses Götterwelt. Ja. Unsinn ist das. Jeder Mensch, jedes Lebewesen wird mal krank. Selbst der Buddha ist krank geworden. Ja. Also man wird seltener krank mit der Meditation, das schon, aber solange du auf dieser Welt lebst und wenn halt ein Meteorit einschlägt oder eine Atombombe gezündet wird, weiß nicht, bist du halt da gerade am falschen Ort. Bist du tot, fertig. Wenn du an Reinkarnation denkst, dann hast du nochmal irgendwann eine neue Chance. So viel Geschwafel für heute ist ja eigentlich gar nicht Hexas Gebräu. Aber vielleicht, also es ist immer wieder das Kreisen um das ähnliche Grundthema. Und das ist dummerweise, das ist sehr unattraktiv, um halt hier das zu vermitteln. Aber die Vermittlung ist so. Es gibt in vielen Traditionen so Mittelstufenwege, die eben, wo man dann versucht mit Visualisierung und Unterhaltung die Leute bei sich zu behalten. Das Problem ist nur, dann übt man dieses ein, kommst du nie weiter. Weil darüber hinaus wachsen über diese Unterhaltungsstufe erfordert dann eben aus dem Unterhalten rauszugehen. Ich vergleiche das dann immer mit Kuchen oder irgendwas, was du gerne isst. Also sich langsam zu entwöhnen. Also du isst dann so viel Kuchen oder was auch immer du gerne isst, bis du dann merkst, wow, das ist zu viel. Das ist nicht gut. Ich sollte da nicht nachsuchen. Das heißt dann eben, dass dieses Kuchenessen oder Bier trinken oder was auch immer da vorrangig ist, Unterhaltung langsam weniger wird. Oder bei Unterhaltung, welche Filme ich mir angucke. Ja. Muss ich mir immer Horrorfilme oder ganz schlimm Kriegsfilme immer angucken?
Im stillen Sitzen spätestens merkt man, das heilt alles nach und hat Einfluss auf meine Handlung. So dass man sagt, damit muss ich mich nicht füttern. Tut mir das gut, währenddessen ich mir das angucke. Und so. Also es hat tausende Facetten. Deswegen ist dieses eine Thema, was immer wieder auftaucht, ne, taucht an verschiedensten Stellen auf und deswegen hat man endlos zu lernen, also diese Knoten des an allen Stellen zu lösen. Wir werden immer weiser. Immer weiser, immer weiser. Genug für heute? Nee, für heute nicht. Um 19 Uhr, für die, die 45 Minuten sitzen. Um 19:45 Uhr habt ihr nochmal die Chance, Fragen zu stellen und kriegt dann wieder solche merkwürdigen Antworten. In dem Sinne, ich warte nochmal kurz, ob noch irgendwelche Fragen kommen. Aber ich gebe schon mal das End-Emoji.